Freunde der leichten Unterhaltung. Nach 733 Jahren sind auch mal die Ford Mustang Rad Cup angekommen. Die habe ich tatsächlich in Amerika vergessen. Und irgendwie haben die schönen Dinger dann auch den Weg in unsere Werkstatt geschafft. Vier Stück bei vier Reifen. Und es sind natürlich die Originalen. Damit die uns nicht verschütt gehen, kommen die jetzt ins Ford Mustang Regal. Und es klingt so professionell zu sagen, Ford Mustang Regal. Ihr habt alle gesehen, die Radkappen habe ich hier abgelegt. Wenn sie verschwunden sind, war ich es nicht. Der liebe Bernd ist wieder hier. Und der liebe Bernd, der sucht gerade Werkzeug zusammen. Und jetzt sollten sich alle ganz kurz anschneiden. Du bist ja nebenberuflich auch Profiler, ne? Ja. Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, das lösen wir gleich. Das lösen wir gleich. Kannst du es normal machen? Das sieht aus wie so ein richtiger Sheriff. Wie so ein Werkstatt-Sheriff, weißt du? Da bin ich auch hier, das sag ich euch. Wir stehen hier jetzt beim Beweisstück A. Opel Manta. Und Bernd hat Folgendes festgestellt. Und zwar habe ich gesehen, dass hier wahrscheinlich, das lösen wir ja gleich, Schweißarbeiten durchgeführt worden sind, aber das alte, vergammelte Blade, das haben sie drin gelassen. Warum und wieso, weshalb, das weiß ich noch nicht, aber das kriegen wir auf jeden Fall gelöst. Und ich frage mich jetzt ganz ehrlich, warum ist uns das selber nicht aufgefallen und wer hat daran gearbeitet? Wir lösen also erstmal den Kopf, oder? Das machen wir. Gucken wir einmal drunter. Dann sagen wir gleich Bescheid. Deine Annahme ist, dass sich auf der anderen Seite jetzt ein Blech befindet. Ich denke, dass wo der Kupflügel ab war, die Jungs hier Bleche draufgeschweißt haben, aber das alte halt nicht entfernt haben. Deswegen sehen wir es auf dieser Seite und wollen wir mal gucken. Wenn sie das nämlich hier gemacht haben, dann finde ich es schon komisch, warum sie das andere nicht gesehen haben wollen. Also wir gucken gleich mal. Aktenzeichen XY ungelöst. Vielleicht gibt es ja schon einen aufmerksamen Zuschauer, der weiß, wer genau daran gearbeitet hat. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir fuschen ja schon ganz schön an dieser Karre rum, ne? Ich frage mich tatsächlich, wie wir bei all dem Fuschen kriegen, noch mehr zu fuschen. Blöd. Ja. Wie ich mir gedacht habe. Hier wurde ein neues Blech eingeschweißt. Hier so sieht man das auch, hier ist was eingepumpt worden. Ja. Hier haben sie auch Dichtmasse drüber gehauen. Also hier haben sie auf jeden Fall dran gearbeitet, aber da frage ich mich, warum macht man das von innen nicht gleich auch mit? Wollen wir mal sehen, wer es war. Ich habe meine Vermutung, aber. Was ist deine Vermutung? Ich will ja nichts sagen, aber. Speedy DV. Da gehe ich auch von aus. Der ist genauso schnell wie die Maus aus Mexiko, ey. Ich sag's dir. Fakt ist, das muss man jetzt wieder rausschneiden. Wenn man es vernünftig haben will, ja. Ansonsten gammelt das so weiter. Es frisst und frisst. Und dann geht das auch durch das neue Blech, was sie dahinter gemacht haben. Da bringt alles nichts. Okay, also müssen wir das Ganze rausschneiden. Würde ich sagen, ja. Alles andere ist Fusch. Ist so. Wir sind hier zwar bei den Fuschers, aber sowas, das lassen wir nicht durchgehen. Müssen wir eben gucken, wo der nachher wieder hin muss. Das müssen wir nachher abmessen und irgendwie Kleber oder eben markieren hier oben. Dann die Höhe vielleicht, damit wir den genau wieder dahin bekommen, wo er hingehört. Und dann würde ich das gammelige Blech hier rausschneiden und dann gegebenenfalls ein neues drauf machen. Und dann die Halterung wieder ausschweißen und fertig. Dann haben wir da auch wieder Ruhe mit. Dann ist die Roststelle auf jeden Fall auch weg. Ironie an der Geschichte ist, eigentlich wolltest du schleifen, damit wir hier vorwärts kommen und das Ding lackieren können. Eigentlich bin ich hier, damit wir mal ein bisschen vorankommen mit Schleifen, aber pipapo, damit die Karre endlich mal lackiert werden kann. Und damit das in den schönen Teil übergehen kann, nämlich das Zusammenbauen. Wo wir gerade beim schönen Teil sind, haben wir nicht noch einmal Aktenzeichen XY ungelöst? Ja, da haben wir schon fast wieder vergessen, aber wir haben hinten, Beifahrerseite, noch eine Stelle gefunden. So, laden wir mal aus. Ui, was ist denn hier los? Ja. Muss das alles hierher oder was? Ja, das ist erstmal hier alles und wir benutzen einen Teil davon heute. Und ich war für dich ein bisschen was einkaufen. Ja, auf Auftrag. Mhm. Ah, Gott, warum muss das so schwer sein? Was hast du denn alles gekauft? Ja, eine Menge. Kriegst du das jetzt noch mit? Das krieg ich auch noch mit. Da kriegen wir auch aber nicht zu. Doch, das krieg ich hin. Okay. Ich habe auch die Tür wieder aufgemacht, damit wir lüften. Geil. Ja, wo wollen wir das denn lagern? Na, lager das Zeug ja erstmal da. Erstmal, das kennen wir doch hier. Weil wir haben hier ganz viele Sachen. Schöne Sachen. Zwei davon benutzen wir aber. Ja. Aber was ihr hier schon so ein bisschen seht, wir haben uns gedacht, wir tun euch mal wieder was Gutes und geben euch was zurück. Dass wir mal wieder eine kleine Verlosung machen. Ui.
Aber dazu später. Dazu später. Jetzt fangen wir erstmal hier in deiner, ne? Rumpelkammer. Na, Rumpelkammer, das ist eine High-End-Special-Küche. Ja, wir sind ja nicht viel. Macht ja nichts. Na, willst du jetzt hier mal so... einen auf Französisch machen? Oh ja. Hier, dein Einkauf, also mein Einkauf für dich. Was ist denn das alles hier? Was willst du denn mit so viel Sachen? Ja, vorgesorgt. So viele Leute sind wir gar nicht. Ist egal, ich habe vorgesorgt. Ich habe sogar so vorgesorgt, dass du das wegpacken kannst und für später nutzen kannst. Was denn? Ja, pack du erstmal aus und wirst du sehen, was da alles drin ist. Oh. Aber kann es sein, dass der Pullover, den du anhast, ein bisschen zu groß für dich ist? Das Wilke, sein Alter, ja. Ja. Er passt da nicht mehr rein. Der ist schön gemütlich für diese Jahreszeit. Definitiv. Wieso findest du den jetzt zu groß? Ich finde ihn lässig. Ja. Oh. Das ist ja fast schon so ein Feeling, wie wenn wir bei Steffen Hensler bei Vox eingeladen werden mit den Studiolampen. Geht das wieder los? Jo. Aber ich habe ganz, wir haben ja ein Reel gemacht. Ich habe gesehen, ganz viele von euch lieben Leute, habt das auch kommentiert, habt Steffen Hensler verlinkt und Vox Deutschland und Grill den Hensler Deutschland. Also ich bin ja noch optimistisch, dass da noch irgendwas kommt. Schauen wir mal. Ja. Vermutung ist ja hier, dass auch nur von einer Seite ein Blech gemacht wurde. Ja, ich gehe davon aus, dass sie im Kofferraum Blech reingesetzt haben, aber von außen wieder nicht geguckt haben und das alte Blech drin gelassen haben, wie man da sieht. Jo, Aktenzeichen XY ungelöst. Ich frage mich wirklich, wie diese Fehler durchrutschen konnten. Das frage ich mich jetzt wirklich. Das ist... Es muss ja irgendjemand aufgefallen sein. Ja, es kommt bestimmt, weil so viele hier dran arbeiten, aber keiner so wirklich den Plan beibehalten hat, wie und was und... Da ist wahrscheinlich einer drin, der nur alles schweißt und sich denkt, das ist alles super, aber es gehört auch dazu, dass man die alten Bleche rausholt, weil das rostet so wieder, da war die ganze Arbeit für nichts. Und deshalb würde ich dieses Stück auf jeden Fall raustrennen und da auch wieder was vorschweißen. Lass uns erstmal vorne anfangen, oder? Genau, wir fangen erstmal mit der relativ kleinen Baustelle an, weil das hier ist schon wieder ein bisschen mehr, weil wir da so schlecht rankommen, weil das... Deswegen wurde das garantiert auch nicht gemacht, weil man da schlecht rankommt. Ich gehe davon aus. Aber die haben es ja noch nicht mal. Also sonst gibt es hier Mühe und haut überall Unterbodenschutz und so drauf. Das haben sie hier nicht gemacht. Also gehe ich davon aus, dass es wirklich untergegangen ist bei der ganzen Sache. Aber dafür bin ich jetzt ja da. Da machen wir eben. Warte mal, bis Speedy die aus Kur kommen. Du, da kann ich mir doch. Wenn du jetzt hier reinschneidest, dann geht das auf. Dann musst du hier wieder punkten, dass es zusammenbleibt. Ja, beste Möglichkeit wäre jetzt erstmal, wir versuchen das, dass ich hier das Stück hier rauskriege. Die haben doch so ein Gerät zum Brennen. Ja, oder so ein Plasmaschneider. Plasmaschneider wäre natürlich richtig easy, oder? Ja, aber da ist, glaube ich, die Möglichkeit, dass du durchbrennst, dann kommst du hier aus der Außenhaut. Also, ganz genau kenne ich mich da auch nicht mehr aus, sowas benutze ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir da durchschießen würden. Deswegen würde ich sagen, wir schleifen das hier einmal komplett drumherum, weg, gucken mal, wie weit der Rost gegangen ist. Und dann schneiden wir das raus. Und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, eigentlich wollten wir schleifen, damit das Ding lackiert werden kann. Genau. Aber daraus wird ja wieder nichts. Und so ein kleines Teil hält uns mal wieder auf. Kleine Teile machen wir auch direkt. Das ist einfach Kleine Teile. Kleine Viech, wollte ich sagen. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, ich habe mitbekommen, dass Torben in der Küche ist. Der backt heute. Da sagt er gerade knallfrech zu mir, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, aber Bernd ist auch noch gelernter Bäcker. Also sollst du da auch noch hin. Also sollst du euch diesen ganzen Mistladen hier retten? Ja, kann man versuchen, aber nee. Ich mache erstmal in erster Linie den Manta. Dafür bin ich hier, ich habe da Bock drauf. Kann man jetzt auch nicht mehr mit angucken, dass das Baby hier so steht. Und ja, den Spinner da, den kriegen wir auch noch hin. Also geht's jetzt dieser Sache hier an den Kragen. Guckt Udo die Fuscher-Videos? Weiß ich nicht. Nein, wir fangen jetzt damit nicht an. Ich habe voll Beef-Battle mit Udo. Ja. Also, wer bei einem Lauf einen Verein schon mitbekommen hat. Ja, das kannst du ja gerne mal einblenden. Ja. Eine kleine Szene davon kannst du ja gerne einblenden. Mach ich. Ich habe ihm so ein Foto geschickt. Mhm. Habe ich nur gesagt, das wird super. Und? Ich sage nur so viel, Tom. Ich hau dir jede einzelne Wettelgeschenk. Hau dir um die Ohren. Jede einzelne. Und den Mettbüttel schiebe ich dir so in. Das ist eine Crepe-Platte für zwischendurch. Und da muss heute wirklich handwerkliches Geschick ran. Tatsächlich bin ich heute eigentlich nur gekommen, um die Radkappen vom Mustang herzubringen.
Weil Olli und ich drehen ja gesondert am Mustang, weil es ist ein bisschen schwierig, am Mustang zu filmen, zu arbeiten, das Ganze auf Kamera einzufangen und gleichzeitig wird am Manta gearbeitet. Deswegen wird das meist separat gedreht. Sven turnt aber in der Küche rum mit Torben. Wollen wir mal abwarten, wie das dieses Mal wird. Wollen wir mal abwarten, die Suppe von ihm, die zu scharfe Suppe. Ja, die haben wir am Abend auch noch Kummer bereitet. Echt? Also die war auch wirklich scharf, ne? Ja, die war vom Geschmack richtig gut, aber von der Schärfe... Das muss man ihm lassen. Das war wirklich lecker, aber es war halt krass scharf. Das sah auch gut aus, aber da war das ordentlich Feuer drin. Bei all dem Scheiß, den wir so erleben, macht uns dieses Schätzchen hier wirklich immer wieder Probleme, weil wir halt echt extrem gefuscht haben. Aber keine Sorge, der wird irgendwann, wirklich irgendwann auch mal fertig sein. Stellt euch einfach vor, da ist jetzt ein Motor drin. Oder eine Scheibe oder Reifen. Ich weiß, das Mistvieh zieht sich wie Sau. Eigentlich sollte Bernd jetzt zum Schleifen kommen. Wir haben ein Lackierzelt bestellt, lackieren die Möhre selbst, aber jetzt neue Probleme. Wir vergessen die Sorgen jetzt, Bernd. Der Scheiß wird fertig gemacht. So, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mich interessiert trotzdem, wer daran gearbeitet hat. Also viele haben ja nicht dran gearbeitet, auch vor allem mit Schweißarbeiten. Also entweder Udo oder ich tippe auf Didi. Echt? Warum? Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass er will das Ding schnell fertig haben, jetzt auf zack, ratz, fatz, fatz. Und dann wird sowas mal übersehen, weil das nicht zu schnell geht. Das geht ihm nicht schnell genug so. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass Didi da so ein bisschen... Ich bin wenig gespannt. Sven kann aber auch im alten Material wühlen. Nein. Aber ich bin mir sicher, dass es auch aufmerksame Zuschauer gibt, die wissen, wer daran gearbeitet hat. Ich bin echt gespannt. Natürlich alles ohne Vorwürfe. Das geht hier um Spaß und Leidenschaft. Aber trotzdem interessant zu wissen, wer es war. Wir müssen den Teig selber machen. Ich habe gesagt zu Sven, das gibt doch so leckere Mischungen, die man verfeinern kann. Du willst doch schon mal zeigen. Jetzt geht's hier richtig los. Was habt ihr denn hier für ein perverses Shooting? Wir üben schon mal für Grill den Hänsler, wenn wir eingeladen werden wegen dem Studiolicht. Okay, Sumpfarsch, hast du schon einen Crepe fertig? Nee, hast du nicht. Ich muss erstmal anbrennen, die Platte. Filmst du den verfluchten Fusch mit Bernd? Wie? Die arbeiten, weil ich bin einfach nur kurz gekommen, um die Radkappen hierher zu bringen. Und jetzt soll ich zu Bernd und du machst hier, oder wie? Nee, von nach Hause. Ach so, und ich hab meinen Dreh morgen mit Olli am Mustang. Ah, ja, krieg ich hin. Geiler Typ. Ich dachte, wir hätten Crepe fertig. Nein. Ja, aber... Udo kommt doch auch. Ach so. Ja, wir sind gekommen, film ich das, du filmst ja auch. Macht doch nichts. Ja, das war jetzt dumm. Udo kommt doch auch. Wir sind ja gar keine Leute mehr, weil du Angst hast, das jetzt zu machen, oder was? Nein, ich habe mich offiziell mit Udo bei Grill den Hänsler beworben. Ja, aber dann hast du jetzt, weil ich jetzt sage, ich möchte nach Hause oder ich muss nach Hause, sagst du jetzt, dann lohnt sich das nicht mehr. Ja, weil ich extra... Bernd, Sven, du, Udo, vier Leute. Du hast einfach nur Schiss, die Caps zu machen. Nein, hab ich nicht. Dann mach doch. Bernd, ne? Der ist ausgebildet. Habe ich gerade schon erzählt. Ausgebildeter Bäcker. Er sagt, ich gerade in der Werkstatt. Er hat nochmal vorbereitet, den Mantel mal fertig und dann biegen wir noch den Spinner da hinten gerade. Hat er gesagt? Meint er dich mit. Hat er gesagt? Ja. Der soll mal nicht so gemein sein. Ich habe ihm aus dem Schab der Kuriositäten was ins Auto gelegt. Echt? Ja. Wo ist denn der Schrank der Kuriositäten? Hast du schon das Gewinnspiel gemacht? Nein, noch nicht. Liebe was Leute, wir haben natürlich ein Gewinnspiel für euch. Dann machst du dann auch noch. Ja klar. Versteck sie irgendwo im Video, weil sonst scrollen sie ja am Ende und gucken das Video gar nicht mehr. Das kommt irgendwann zwischendurch. Hier, guck mal. Ja, wenn da ein Feuerzeug reinfliegt, das ist ein halbes Gewerbegebiet hier weg. Schrank der Kuriositäten. Geil. Jetzt soll ich hier wieder alleine rumstehen. Ja, Christian. Ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Ja, dann versuch es doch, du hast doch ein Handy. Ich hab Ihnen das Rezept geschickt. Nee, dann ist das ja wie filmst du, ne? Ja. Der fliegende Speicherkartenwechsel. Und nachher ist du sie wieder weg. Du hast doch ein Handy, du wirst doch wohl einen Teig zusammenrühren können. Ich hab Ihnen das Rezept geschickt, mit Anleitung, wie man das macht. Er kann doch nicht lesen, Ja, ja. So, warte mal, lass uns das hier mal eben... Das passt auch wieder alles nicht hier. So. Du hast davon gesprochen, dass wir das einmal frei brennen sollten. Jo. Auf volle Power. Was ist das denn hier? Und danach sauber machen. Fein abwischen und dann kannst du loslegen. Ich weiß gar nicht, was in der Tüte drin ist. Na, guck doch einfach mal rein. Och Mann, hier sind wir noch gar nicht fertig. Beziehungsweise, ich lasse dich jetzt allein. Nee. Na doch. Hier, was ist das denn? Ja, für deinen Crepe-Gedöns. Gott, oh Gott. Ihr setzt mir hier. Aber das ist jetzt. Ey, das ist aber. Entschuldigung. Ist das mein Objektivdeckel?
Der da liegt, ja. Das ist aber jetzt auch wieder so eine Herausforderung, weil wir haben die Klappe groß aufgehabt. Wir wollen zu Grill den Hensler und jetzt stellt ihr mir hier eine Aufgabe. Gut, innerhalb ja. der und der Zeit und die bewerkstellige ich natürlich. Und das heißt natürlich auch, wenn das dann heißt, das und das kochen wir, dann mache ich das einfach und dann läuft der Hase. Ja, ich bin gespannt. Also da kannst du gleich mit den Zuschauern selbst reingehen. Eigentlich hoppelt der ja. Der Hase. Achso, ja, gut. Also ich muss jetzt zu Bernd mit denen da hier, ne? Wird warm. Sehr gut. Ich habe gerade die Kamera ausgemacht. Was ist denn passiert? Das Messer ist da falsch rum drin. Ja, und wer hat das da drin gemacht? Ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch richtig tief. Ich traue mich den Finger nicht zu bewegen. Typ, ey, jetzt muss ich dich noch verärzten hier, oder was? Kennst du doch schon von Zabok. Ja, deswegen ja. Hallo Bernd, ich bin sofort bei dir. Tom hat sich verletzt. Es tropft gleich. Schon wieder, genau. Es tropft gleich. Ja, ich weiß nicht, wo ich... Ah, hier habe ich einen Verband. Ja, schön in der staubigen Werkstatt. Wohin denn sonst? Ja, frag mich nicht. Junge. Schneiden wir dir jetzt ein Pflasterchen hier ab? Ich glaube, ein Pflaster kommst du nicht auf. Klar. Ich glaube, das ruft nach Doktor. Oh, guck mal, wie das nachsaut. Guck mal, das ist am gib Finger. Gib mir doch mal ein Tuch. Jetzt heul doch nicht rum hier. Der halbe Finger ist hier, da. Mach das sauber. Ich mach den Pflaster ran. Und fertig ist die Sache. Heul nicht rum, das Ding fliegt nicht ab. Ja, das ist ein bisschen da. Heul nicht rum. Komm her. Papa macht jetzt ein Pflaster ran. Da brauchst du nicht mal einen Druckverband oder so. Natürlich. So, ein Quatsch. So. Schick. Das zuckt gleich ein bisschen durch, das macht nichts. Vielleicht kannst du dir, ich hab ja Handschuhe hier eingekauft, die kannst du jetzt gleich überziehen. Das zuckt ein bisschen durch, das Ding ist schon rot. Da, bitteschön. Die machst du jetzt erstmal um. Und danach, wenn du hier durch bist, gucken wir wieder. So, jetzt leuchtet das Ding grün. Jetzt kannst du das ausmachen, dann machst du die Oberfläche sauber. Was ist hier heute bloß los? Ja, weiß ich doch nicht. Jetzt machst du die Oberfläche sauber, verbrenn dich bitte nicht, das Ding ist heiß. Nee, echt? Ja. So, viel Spaß. Du zeigst gleich den Zuschauern, was du da Schönes hast. Ja, ich habe alles für ihn eingekauft. So, ich überreiche Ihnen jetzt die Kamera. Ja. Sie wissen ja, wie es funktioniert. Ja. Ne? Und dann auf Play drücken. Und dann kannst du... Ist ja gar nicht an. Wie, ist gar nicht an? Ja, gerade nicht. Gerade ist es an. Also jetzt, du musst auf Play drücken. Ja. Ja. Der nimmt nicht auf, wollte ich damit sagen. Ja, genau, nimmt noch nicht ich auf. Ich bin heute verwirrt, weil ich mich schwer verletzt habe. Gut, ich bin jetzt drüben. Ja. Und du kannst jetzt hier gleich mal zeigen, was ich sehr schönes eingekauft habe. Und das Rezept habe ich dir geschickt. Also ich möchte 3. Ich hatte noch kein Armbrot. Ich bin schwer verletzt, Alter. Ja, komm, das schaffst du. Ich glaube an deiner kulinarischen Leistung. Viel Spaß. So, liebe Leute. Tschüss, Sven. Habe die Vermutung gehabt, dass von hinten ein Blech angeschweißt worden ist. Und die Vermutung hat sich auch ergeben. Also, ja, hier wurde rumgeforscht. Und hier ist ein neues Blech eingeschweißt worden. Aha. Aber genau daneben ist das rostige Blech. Und das soll keiner gesehen haben. Das glaube ich nicht. Da kannst du halt nicht erfinden. Nee, das kannst du nicht. Jetzt versuchen wir den Olle. Also den ollen Scheiß raus und neu rein, oder wie? Genau, ich mach jetzt das Blech raus und mach für hier ein neues Blech drin, damit wir hier diese Hohlräume geschlossen haben. Oder wäre das vernünftig? Weil hier kommt auch noch, die ist mir gerade runtergefallen, da unten auf dem Boden liegt eine Halterung. Die müssen wir uns entweder neu bauen oder ich mach die ein bisschen schick. Weil die gehört hier hin. Ja. War schon komplett locker, dadurch, dass es so vergammelt ist. Ne? Also da hat überhaupt keinen Halt. Und ich vermute, dass hier dran von der Motorhaube die Halterung dran ist hier. Ja. Das ist ja wohl. Kommt gerade nicht drauf. Aber ja. Aber jetzt haben wir endlich noch eine Fachkraft hier, der sich damit auskennt. Jetzt gerade beim Schleifen ist mir aufgefallen, der hat einfach nur Silikon hintergepackt. Kannst du so abziehen. Also da ist sogar noch ein riesen Loch hinter. Das konnte man gar nicht sehen. Ja, super.
Also müssen wir auch noch, müssen wir ein Blech anfertigen, dass beides zukommt irgendwie. Aber wer war denn? Müsste ich echt nochmal die Videos durchgucken? Nein. Gucken, wenn ich Zeit habe. Ja. Und gucken, wer da dran war. Also entweder, ich will jetzt hier keine Vermutung aufstellen, aber entweder ist das wirklich schon vom Vorbesitzer, dass der hier so, sag ich mal, ein bisschen rumgefuscht hat. Oder einer von unseren Leuten hier hat sich gedacht, ich mache mir das ein bisschen einfacher. Die Ritze hier, die kann ich auch schön mit Silikon füllen und dann ist das auch fertig. Sieht ja keiner. Bevor du hierher kommen bist, hat es keiner gesehen, ne? Ist mir sofort aufgefallen, als ich die Motorhaube abgenommen habe, dass da ja irgendwas noch braun ist. Das siehst du ja hier, auf der ganzen Länge. Das ist nämlich das Problem, das fängt einfach so wieder an. Das ist hier der Ursprung und dann geht das so durch, das ganze Blech. Wir haben ja hier schon einzeln ausgetauscht. Und dann die ganze Arbeit wäre dann futsch, wenn man sowas dann da lassen würde. Man will das doch irgendwo einigermaßen vernünftig haben. Also viel ist hier sowieso, aber einigermaßen kriegt man hier alles nochmal irgendwie hin. Ich glaube, wenn du ganz, ganz genau guckst und hier nach und nach rumgehst, ich glaube, du warst schon, hast schon geguckt, ne? Ich bin auch kein Gelernter oder sonstiges, ich bin nur ein ganz normaler Bäcker. Also ich mache sowas hier hobbymäßig, aber wenn ich mir das so alles angucke, klar, es ist funktionell, es funktioniert, aber es ist nichts auf Dauer. Ne? Also, also meines Erachtens hätte man sich schon ein bisschen mehr Zeit lassen können mit der ganzen Karosserie. Vor allen Dingen, weil das ganze Ding einmal in Lack ist, ne? Gewesen ist. Und da hätte man so schön Schweißarbeit machen können. Aber naja. Jetzt machst du das Beste draus. Du musst das Beste draus machen. Moin, mitten im Video. Wie vorhin angekündigt, könnt ihr auch heute, oder auch heute, was heißt auch heute, könnt ihr heute etwas von uns gewinnen. Verlosung beginnt. Und zwar wollen wir euch etwas wiedergeben, weil ihr so treu einschaltet und zuschaut. Ihr könnt diese Woche diesen richtig guten Qualitäts-Pizza-Messer-Gedöns hier gewinnen. Schreibt bitte dazu in die Kommentare, welchen Crepe ihr am liebsten mögt, welche Füllung da drin und warum. Abonniert diesen Kanal, lasst ein Gefällt mir da und viel Glück. Hey, wir kommen aus der Zukunft. Mein Name ist Udo Deljol, hier beim Manta. Wir verlosen nicht nur ein Messerset, also ein Pizza-Messerset, sondern wir verlosen auch... Das ist kein Messerset, Junge, das ist ein Pizzaschneider. Pizzaschneider, ja. Ich bin aus der Zukunft, ich kenne keine Pizzaschneider. Bei uns gibt es heute alles geschnitten, gleiche Stücken. So, und nicht nur das gibt es dazu, sondern wir geben euch da auch noch ein Pfuscherpaket mit allerlei drin. Lasst euch überraschen. Und jetzt geht's weiter. Sven war einkaufen für unser Crepe-Projekt. Wir haben Mehl, Zucker, Eier, Milch, Sachen, die man in den Crepe reinmachen kann. Salz ist dabei. Was ist das hier? Zimt ist dabei. Herrlich. Mein Finger verblutet gerade. Das Ding ist heiß gelaufen, sauber gemacht worden. Ich suche mir jetzt das Rezept einmal raus, weil das kann ich auch nicht frei schnauze. Das werde ich einmal ganz fein dann aus dem Internet raussuchen. Oder Sven hat mir das schon einen Tipp gegeben. Und dann versuche ich hier mal so einen Crepe-Teig zu machen. Aber zuerst muss ich den Topf nochmal abwaschen. Topf ist abgewaschen. Die Zutaten stehen hier, Eier, wie ich schon gesagt habe. Aber unser guter Sven kann auch nicht an alles denken. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt retten. Wir haben keine Butter oder kein Pflanzenfett. Ich werde da jetzt mal rübergehen und ihn fragen. Ja, solche Stellen halten natürlich auch. Wir wollen eigentlich schleifen die ganze Karre, damit wir endlich mal mit den schönen Teilen anfangen können, nämlich das Lackieren und dann das Wiederherstellen von der ganzen Karre. Aber so ist das einfach nur traurig. Ist so. Was ist los? Ich kann leider nicht das kochen, was ihr möchtet. Wieso? Weil wir keine Butter oder kein Pflanzenfett haben. Hä? Klar. Nee. Diese Paste haben wir doch letztes Mal benutzt. Das ist zum Braten. Ja und? Du schreibst drauf und fertig. Das ist Pflanzenfett. Kannst du so nutzen. In dem Teig drin. Deswegen, ja. Deswegen heikt das extra... Du musst sie benutzen, ja, aber... Ja, das geht. Ich kann dann für nichts garantieren. Also, ja, liebe Leute, ja, das geht. Liebe Leute, wenn das jetzt nicht schmeckt oder so, apropos hier, guck mal, ist ganz rot, dann kann ich da nichts für. Ja, das geht. Deswegen habe ich extra... Bist du vorne, wenn es dann doch klappt. Deswegen habe ich extra nichts gekauft, weil wir halt was da haben. Okidoki. Davon brauchst du eh nicht so viel, oder? Nein. Ich habe nicht richtig geguckt. Also ich das ist eigentlich, glaube ich, nur für die Fläche, dass du ein bisschen einreibst. Und nee, es kommt mit in den Teig rein. Sicher? Ja. Na los, viel Spaß. Butter, oder? So. Hast du die Anleitung durchgelesen? Ja. Entweder Butter oder Pflanzenfett oder sonst was.
Können wir Motoröl reinmachen. Dann wird es aber ein bisschen herb. Ja. Ja, ich mach das jetzt. Ich mach jetzt so. Versuch dein Glück. Du kannst doch oben einstellen, kannst die Personenzahl, Portionszahl, klick, klick, klick und dann. Ja, ein bisschen frei schnauzen muss das ja sein. Mach bloß nichts. Viel Spaß. Ich hab dir auch noch andere Feinheiten da eingekauft. Du kannst dich da. Zum Belegen, ja. Ja, genau. Ja. Ich gehe dann wieder. Ich habe noch nichts fertig, aber davon abgesehen. Ja, viel Spaß. Ja. Tschüss. Hast Zeit, ich habe auch die noch zu tun. Nimmst du jetzt Stück für Stück oder nur ein Teil raus? Ich nehme nur das raus, was auch wirklich vergammelt ist. Also so habe ich das Gröbste alles raus. Schleife mir das alles nochmal vernünftig und dann würde ich nur erstmal diesen schmalen Streifen hier ansetzen. Und auf der anderen Seite ein größeres Blech, damit wir alles abdecken. Ja. Machst du dazwischen noch irgendwie so einen Rostgedönsschutz drauf? Oder? Ja, wir schweißen erst von hier und dann können wir von hier mit Rostschutz noch arbeiten. Ah. Und hier müssen wir erstmal, dann schweißen wir das und dann kann man das hier komplett mit Rostschutz einspülen. Und damit wir es von hinten auch haben, können wir dann von hinten so rein, weil dann ist ja alles dicht. Ich wollte eigentlich nie wieder Manta schweißen filmen, aber. Ja, mal gucken, ob ihr überhaupt das Ding da ankriegt, der Moped von euch. Das wird schon. Ja. Okay, also, da ist der Aufmacher. Sven hat gesagt, ich soll das Pflanzenfett zum Braten nehmen. Ihr wart Zeugen, ich nehme dieses jetzt. Okay? Und es geht los. Wir nehmen wie folgt 500 Milliliter Milch. Schauen wir mal. Ich glaube, ich brauche den großen Topf gar nicht. Vielleicht passt das hier alles rein. Ja, ich glaube, der Topf ist zu groß. Das mache ich anders, ja. 500 Milliliter Milch, wie gesagt. Dann füllen wir das um. Dann nehmen wir das große Rührei. Dann brauchen wir den Topf nicht. Aber das ist jetzt wenigstens mal wieder sauber. Zack, auf 500 Milliliter Milch, hätte ich auch gleich den Topf nehmen können, 4 Eier rein, so, 1, 2, 3, zack, das wäre der erste Schritt. Haben Sie Ihren Arbeitsplatz gewechselt? Ja, ich muss hier mein kleines Mini-Blech anpassen, dafür habe ich gerade ein Stück Karton genommen, mache das mal auf, dann weiß ich mal ganz genau, wie groß das sein muss. Mach das ein bisschen größer und dann kann ich das gleich noch am Blech abschleifen oder was dran lassen oder wie auch immer. Aber wir schweißen das genau da rein und nicht dieses Aufschweißen. Ja. Das bringt es überhaupt nicht. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Groß und Ganzen, hier habe ich ein bisschen zu viel weggenommen. Aber das, denke ich, kriege ich aufgefüllt. Siehste, jetzt können wir wieder Vorgänger einfach Spachtel drauf, dann ist auch wieder fest. Wir sind angekommen. Auf die Menge muss 320 Gramm Mehl. Ich habe die Waage natürlich resettet. Dann nehme ich mir jetzt aber einen Löffel hinzu. Ja, 320 habe ich gesagt. Oh, zack. Perfekt, 320 Gramm Mehl. Das kommt hier jetzt gleich mit zu. Die Waage kann erstmal weg, der Rest ist Pi mal Auge. Das werde ich jetzt erstmal gleich rühren. Oh Mist. Doch keine gute Idee. Danach werde ich das quasi, ja, das war doch keine gute Idee. Oh Mann. 2 Prisen Salz, 2 Prisen Zucker, ein bisschen dieses Pflanzenfett und dann sind wir schon fertig. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Bumsen. Achso, ah, jetzt hat es gut gemacht. Ich habe mich gerade gewundert, warum du jetzt da dran bist. Du brauchst ja eine freie Fläche. Junge! Alter Falter! Der ist ein bisschen dreckig, würde ich sagen. Ich glaube, du brennst. Oh ne, doch nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Der Gast unten wohnt. Vergiss. Okay, kommen wir dazu. Eine Prise Salz. Oh.
und Zucker das gleiche. Und dann sind wir auch schon fertig. Nochmal schön vermengen. So. Also ich denke, fragt mich nicht warum, aber die Kamera ist ausgegangen. Ich habe jetzt gesagt, ich mache den zweiten. Nimm ein bisschen mehr Teig. Teilen jetzt schon mal so ein bisschen. Kann noch ein bisschen mehr. Jetzt nehme ich wieder das Ding hier. Den rund zu kriegen ist gar nicht so einfach. Das mit dem Drehen muss ich noch üben. Muss man einen richtigen Schwung drin haben. Aber der wird auch schnell fertig und fest. Ist gar nicht schlecht. Also ich probiere den jetzt einfach mal. Entweder. Oh, der ist ganz schön heiß. Guck mal, wie schön das abgeht hier. Ist gar nicht schlecht. Ist schon jetzt runder als eben. Jetzt bin ich mal ein Fuchs hier. Den mache ich jetzt mal hier mit so einem Kinderriegel-Ding hier. Ist der jetzt aber denn schon gut? Oder muss der noch? Der ist ein bisschen dick geworden. Das können wir da so reinlegen. Schmilzt auf jeden Fall. Zack. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus, Leute. Der ist ein bisschen dick, aber sieht jetzt ein bisschen anders aus. Oh, hier kommt die Schokolade raus. Lassen wir den mal auf die Seite, ne? Ich werde mal so ein Ding jetzt zwischenzeitlich probieren hier. Fakt ist, der Teig muss dünner. Der Teig muss ein Ticken dünner. Und? Was sagst du? Ja. Ziemlich dünnes Blech an manchen Stellen. Also, ja, ein bisschen rumgepumpelt hier, dann geht das alles. Sieht besser aus als vorher. Schlechter kann doch nicht sein. Kann sagen. Schön. Wollen wir jetzt erstmal was essen? Wenn er klar ist, ja. Dann ja, er hat schon gerufen. Na dann. Miracoli! Mit dem Rund machen wir es nicht so geil. Hier, Bernd, der ist mit Zimt und Zucker. Bist du ein bisschen stolz auf mich? Na, der ist immer Konsistenz, ne? Ist eine gute? Ja, ist eine gute. Ja, ein bisschen gut Zimt drauf, aber sonst ist geil. Geil sogar? Der Teig ist gut, ja. Das ist von Burn, du. Ich wollte jetzt hier gerade eine Erdbeermarmelade und Zucker machen. Man muss das einfach machen. Erdbeermarmelade und Zucker machen? Was ist das für ein Spaß? Muss man jucken, muss das doch, oder was? Zucker mit Zucker und Zucker. Ja, ich kann auch nur Erdbeermarmelade machen. Und? Ja, ist doch nicht gut, ey. Also, der Teig ist gut. Siehst du? Echt? Geil, das freut mich. So, in die Mitte habe ich das gemacht. Und, oh Gott, gut, dass da nichts drin war. Dann habe ich den versucht, wie die das auch auf dem Jahrmarkt machen. Einmal so. Einmal so. Dann habe ich den noch so ein bisschen so liegen lassen. Das machen die nämlich auch immer. Aber eigentlich müsste ich den Inhalt mehr verstreichen, oder? Ja, ich hatte gerade einen Zimtkern in der Mitte. Ich erinnere an dieses alte Eis. Kennst du das mit den Hühnchen, wo der Kaugummi drin ist? Ja. Das Beste war bei dem jetzt aber am Anfang. Ja. Wer möchte denn hier Erdbeermarmelade? Das kann man ja probieren. Der ist noch besser geworden, finde ich, von der Form her. Meinst du? Ja. Ich hau da noch einen drauf. Ich dachte, du lässt ihn jetzt fallen. Flupp. Guck, wie ich das mache. Na, schauen wir mal, du. Ist das hier ein bisschen immer time, so. So, dann wo ist das Ding? Und jetzt braucht man da echt Gefühl für. Muss das so wässrig sein? Muss schnell gehen. Muss das so wässrig sein? Ja. Aber gibt auch welche, die haben ein bisschen dicker, aber. Ah, okay. Aber so. Schmeckst du ja gleich der Teig so. So, ich habe jetzt meinen Erdbeer-Crepe auf. Und ja. Der war ziemlich erdbeerlastig. Ja. Aber auch gut. Ist ja Geschmackssache, ne? Hat so eine Erdbeermarmelade an sich, denke ich mal. Ne? Oh. Ja, schön als Wettbewerb gewinnen wir da nicht, aber den Teig müssen wir leer machen. Ich will gleich mal machen. Ich hab, glaube ich. Willst du? Ja, ich glaube. Du hast den Dreh von der Hand raus. Ich glaube, ich hab. Aber den, hättest du den ersten gesehen, den ich vernichtet habe, ne? Das war so ein kleines Krüppelding. Weil du das ja nicht. Ich glaube, ich stehe auch falsch. Du musst das ja so außen rumziehen, hast du ja gesehen. Und dann bin ich mit der Teigmenge, die machen das natürlich auf dem Jahrmarkt und so aus dem FF. Die wissen genau ihre Kelle, hopp, und dann machen die ihre Bewegung. Ja, Torben, hast du recht, ne? Das ist nicht so einfach, ne? Das muss man in der Hand haben, die Bewegung. Das haben wir jetzt mit Nacharbeiten, Bernie. Und?
Wir machen gleich einen Skip drin, dann war das beim ersten Mal. Mit dem süßen Zeug drumherum. So, jetzt hast du nur Puhteig? Ja. Wollen wir mal den Geschmackstest machen? Mhm. Gerade wurde ich ja mit Zimt verzaubert. Gewusst wie. Aber das ist ja echt einfach, ne? Der Teig? Ja. 500 Milliliter Milch. Kannst auch Schinkenwürfel und Zwiebeln reinmachen. Mhm. Finde ich haben. Dann hast du einen deftigen. Ja. 500 Milliliter Milch, 320 Gramm Mehl, 4 Eier, Zucker, Salz. Machen wir nicht ganz so braun, ne? Also der Teig, wenn du den so machst und da Schinkenwürfel so reinmachst, ist der perfekt, weil er relativ neutral schmeckt. Mhm. Also, in Anführungsstrichen. Aber gut, trotzdem. Ja, ja, von der Festigkeit und vom Geschmack und so ist alles super. Aber wenn du zum Beispiel jetzt süße Sachen machen, würde ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Zucker reinmachen. Ja. Aber du hast ja hier Zimt und Zucker, hast ja oder ja, so ist das also nochmal super, aber so an sich. Ach. Bist du zufrieden? Ich dachte, da kommt jetzt so ein Akrobaten-Messertechnik, nur so ja, klein gehäckselt. Zack, 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 aber nix. Nix. Einfach rein. Guck mal, wie gut der aussieht, Sven. Ja, aber jetzt hast du den Schokokern hinten, wie bei so einem Pizzarand, bei einem Pizzastück. Wieso benutzt man so viele Teller? Das ich doch nicht. Weil du den immer dann wieder drauf packst. Ist so. Ja, danke für den süßen Schokoladen-Zaubergenuss. Ja. Bewertung kommt gleich, weil ich muss jetzt nochmal zu Bernd, weil der macht da weiter. Ja, ich räume hier ein bisschen auf. Mhm. Ess auch nochmal ein. Ja, eigentlich wollte er noch aus der Tasche herkommen, ne? Ja. Eigentlich. Guck mal, ich mach das jetzt auch cleverer. Ne? Schick schön. Oh, der macht schon gerade. Ich bin mal weg, ne? Hm? Bin mal. Oh, ja, ich höre es. Was war das denn? Rostumwandler. Rostumwandler. Sind Sie jetzt mit Ihrem Ergebnis zufrieden oder muss da noch was gemacht werden? Also von der Seite bin ich erstmal zufrieden und von hier haben wir jetzt noch so ein Blech drauf. Ui. Ist gar nicht angeschweißt, ist nur so ein bisschen angepunktet, aber nicht richtig. Also wirst du es gleich auch noch beheben? Ja, ich schleife hier gleich mal ein bisschen sauber, dass wir wieder ein paar Lamentale haben und dann punkte ich das eben wieder an oder schweiß das einmal durch. Ja. Ja, da war jemand halbherzig dran. Ja, ich will auch gar nicht wissen, was immer unter diesem ganzen Dickerflex ist. Oder Karosserie-Dichtmasse. Wir hoffen mal nur Gutes. Ja. Also ich benutze das auch wohl, ja. Aber ich will immer, also ich schweiß immer durch, bin ich so fürs Punkten und so. Ja. Ich schweiß das immer in eins durch und dann weiß ich auf jeden Fall, dass es irgendwo immer hält. Und dann kann da immer noch die Karosserie-Dichtmasse drauf für den Extraschutz. Aber eigentlich, wenn man es gut macht, ist es in Ordnung. Ich rede hier zwar auch all Müll, aber bin jetzt auch nicht vom Fach. Das ist einfach das, was ich mir beigebracht habe, beziehungsweise mein Schwager hat mir ein bisschen gezeigt, wie sowas funktioniert. Und deswegen habe ich mir das so angeeignet. Ich mache das auch schon seit 10 Jahren so. Deswegen, also es ist jetzt auch nicht alles hundertprozentig. Ich will jetzt gar nicht abgehoben sein oder so, aber ich habe auf jeden Fall vernünftiger als der alten Siegerflex davor. Besser als manch andere hier. Ne? Nur mal. Ja, wenn man mal ein paar Details zeigen könnte, würde, dann würde man mal sehen. Das können wir ja nach und nach jetzt mal ja vorführen. Ich wollte gerade sagen, mal ein bisschen lüften, wo vielleicht auch manchmal ein paar Probleme waren oder sind. Und was sagst du? Ist es wieder schick oder? Das ist auf jeden Fall wieder akzeptabel. Hier war überall alter Rost dran und so. Jetzt haben wir es erstmal weggeschliffen. Und dann können wir es so nachher wieder anschweißen hier auf dem Bild. Ja. Blech ist dran und ist fertig, oder? Ja. Wunderschön. Und jetzt machen Sie? Jetzt mache ich die Halterung wieder dran, die wir da vorher abgenommen haben. Aber alleine an den Dingen sieht man, wie viel Farbe der schon hatte, ne? Blau, grün, rot. Ja. Blau, grün, ja. Schon heftig. Ja gut, alles Auto, ne? Ja.
Sind sie jetzt fertig? Im Groben und Ganzen bin ich zufrieden. Guckt der an. Ja, wird dann noch überlackiert und so weiter, ne? Genau, oder ich mach da gleich noch Rostschutz drauf. Genau. Und dann lackieren wir das später nochmal über, wenn alles trocken ist. Und das war es dann im Groben und Ganzen. Geil. So, eine Stelle von 1001 Nacht. Ja, wir haben mitten noch eine Stelle. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ist auf jeden Fall ein bisschen größer und es ist alles ein bisschen enger gebaut, weil es genau hinten im Radkasten ist. Hm. Da wurde dann auch einfach von hinten ein Blech eingeschweißt und von vorne ist das alte drin. Ja, ja. Da ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber die schauen wir uns beim nächsten Mal an, würde ich jetzt mal so genau behaupten. Genau, also ich würde sagen, daran merkt man ja, wie lange so ein dauert, so eine Fimmelarbeit. Wenn man es ein bisschen schöner machen will, ist jetzt auch nicht perfekt, aber ist auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Definitiv. Und ja, deswegen, es hängt sich alles auf, an so kleinen Teilen kannst du natürlich den ganzen Tag verballern. Ja. Ist leider schade, aber gut. Aber Fortschritt ist da. Ich wollte gerade sagen, wir kommen voran und hoffentlich können wir in ein, zwei Wochen schon sagen, wenn das Ding vielleicht in den Lackierzeit kommt. Top. Dann, ne? Würde ich sagen, das war's für heute, oder? Genau. Tschüss, Leute. Viel Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen netten Kommentar da und... Ja, habt einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag. Ich weiß nicht, wann ihr guckt. Tschüss. Genau. Tschüss. Ja, da waren wir schon weg. Wir haben voll was vergessen. Die Bewertung ja, der Bewertungen. Ja, voll raus. Du fängst an. Geht um Jörn Krebs. Nee, die waren echt gut. Der Teig ist in Ordnung gewesen. Super fluffig. Gibt dir sogar... 9 von 10 für das Ding. Eieiei. Aber nur weil du mich mit Zimt ersticken wolltest. Ich gebe dir in der Kategorie süße Snacks. Nehmen wir denn da? 8,9. Ui. Oh, ist auch gut. Ja, sehr gut. Ja, der Teig war echt gut. Ja. Lass mal sehen. Ohne, vor allen Dingen. Oh. Ja, gut. Von dem Teig. Jetzt aber. Tschüss. Ja. Schön, wenn du irgendwas vergessen wärst, oder? Mal gucken, wie der das Ding da auch gewendet.